Wieso machst du eigentlich, wieso bellst du nicht? So. Guten Morgen. Darf man dir Spiele vorschlagen? Ja, ich gucke mir die dann auf Steam an und dann gehe ich da rein oder nicht. Ist ein bisschen RNG-based. So. Dann haben wir hier eine Trompete, wenn ihr stirbt. Oh. So machen wir es. Ist das Weekly oder das neue Pack? Das ist das neue Pack. Ich weiß nicht, ob es Weekly auch drin ist. Kann ich bisher noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es ein Win war. Rhythm Sprout. Guck ich mir mal an kurz. Pew, pew, pew. Oha, da muss ich perfekt rumklicken, oder? Ist das mit Controller? Ja, so ein Game habe ich noch nie gespielt. So ein Rhythmusspiel. Da bin ich noch nicht so gut. Mein Rhythmusgefühl ist einfach nein. Okay, der ist nicht schlecht. Der ist not bad. Mm-mm. Controller, Tastatur, wie du willst, muss nur drei Tasten. Und dann lieber Controller. Hast du mal Frostpunk gespielt? Nee, aber ich habe viel gesehen zu Frostpunk. Deswegen, ja, weiß ich grob, was es ist. Hast du mal ein Faith-Bild gemacht? Ich habe auf der... Weil ich mit meinen Kindern quasi Dark Souls-Spiele gespielt habe, da habe ich ein Faith-Build gemacht, ja. Der Blitz ist tatsächlich sehr, sehr OP gegen einige. Aber die Animation dauert halt 12 Monate. Die schiere Animation-Time war schon sehr belastend. Aber was soll man machen? Hast du schon Skull the Hero Slayer gespielt? Ein sehr schönes Song, ist übel schwer. Also für Skull the Hero Slayer bin ich einfach noch too bad. Too bad of a player. Das ist wirklich super schwer. Kannst du Hades empfehlen? Ja, Hades ist extrem, extrem nice Spiel. Hades ist highly illegal. Current Shop Tier. From the current Shop Tier würde +1/+1 kriegen. Das ist ja eigentlich gar nicht so bad, oder? What? Ah, die sind ja auch Current Shop Tier. No! Ah, ich wollte den Vogel da vorne buffen. Das ist natürlich unlucky. Aber dafür ist der ganz schön kräftig, also. Vielleicht auch seine Vorteile. Activate Feint Ability. Ja, ich habe ja keine gute Feint Ability. Ich könnte den auch mal nehmen. So, das wollte ich machen. Müsste Hogwarts spielen? Nee.
Oh, ja, ja. Ideal, Leute. Ideal. So, jetzt haben wir ein Problem. Gehen wir von dem Current Shop Tier. Ja, jetzt ist. Und das ist das nächste Shop Tier. Three random faint. Ja, also ich würde gerne dann den hier spielen. Two friends faint. Oh, der ist aber auch nicht. Oh, die beiden synergieren richtig gut. Für drei Runden. Aber die Stats sind echt nicht schlecht. Bei den Affen kann man dann später für legendäre Units natürlich gut spielen. Oh, das ist halt ein Win, der leider mit einem Lose verbunden ist. So. The current shop tier or higher. So, das ist jetzt auch wieder ein Problem. Aber er hat den Vore genommen. Also der hier könnte jetzt mittlerweile gut sein. Boom. Ja, das gewinne ich ja easy. So, jetzt sind wir mal, wenn der höhere Shop Tier ist, ist jetzt Shop Tier 5. Free Random Faint. Ja, habe ich jetzt nicht. Aber wir können den auf jeden Fall verkaufen. Und den buffen. Oha, jetzt wird's interesting. Also, der Vogel. Können den Affen einfach spielen, ne? Und der Affe würde dann gebufft werden, was natürlich jetzt nicht überragend ist. Aber der Affe braucht ein übelstes Level eigentlich. Um wirklich gut zu sein, braucht der Affe halt extremes Level. Und der eigentlich auch. Der Bär. Also das sind alles keine schlechten Sachen. Der das auch ganz praktisch, muss ich sagen. Weil wenn wir jetzt Level 6er dann spielen. Oh, scheiße. Wenn der ihn gemacht hätte, ne? Wait, das geht zweimal? Das geht eigentlich gar nicht. Haben die das geändert? Scheiße, das konnte ich jetzt nicht wissen. Leute, das geht gar nicht. Oh, das war unlucky. So, mein Bussard ist tatsächlich ganz schön kräftig. Das ist lucky. So, start of turn, spend 3 gold. I spend 1 to activate buy ability. Ja, das habe ich jetzt nicht, aber wir brauchen jetzt eine andere 6 gold Unit. Ja, sowas ist schon ganz geil. Weil der wird den da vorne jetzt die ganze Zeit buffen. Das ist eigentlich geil.
Okay, das waren zu viele tote Schweine. Ja, das war ein Stomp. So, wir können den nochmal buffen, aber es kostet zu viel. Das ist nicht gut. Ich glaube, das Schwein ist schon... Das Schwein ist schon sehr gut. Weil der macht dem Schwein jetzt... Der gibt dem Schwein die ganze Zeit übelste Stats. Okay. Also der hat jetzt hier einen dicken Hund. Oh, das hätten wir gewonnen, wenn da hinten nicht was Schlimmes passiert wäre. So, aber ist es. Okay, das ist eine Clam. Das wollen wir nicht. Wir können jetzt noch eine Banana machen. Noch eine Banana würde jetzt gehen. Banana ist auch gut. Oh, machen wir auf den hier einfach. Ja, der ist nicht schlecht. Also den Schimpansen sollte ich behalten, weil der gibt übelste Stats die ganze Zeit, ne? Und ich habe jetzt den Hund gesniped, ne? Das ist natürlich brutal. Der Hund sollte den das Spiel gewinnen. Kann er nicht. Because he dead. Oh, hier war echt meine Hoffnung. Gutes zu kriegen. So, das, den dorthin gesniped hat, ist actually überhaupt nicht tragisch. Ja, wir stompen die. Dass er den dort. Ich habe keinen, auf den ich mich verlassen muss, weil die Base-Stats bei allen so hoch sind. Ups. Wir haben noch zwei Leben. Boah, das riecht gut, Mann. Dankeschön für den Sub. Guck mal, wie dick das Schwein ist. Oh, das ist ein Big Bird. Oh mein Gott, das war ja übel geil. Wir haben uns die ganze Zeit Scheiße beschworen. So, aber ich habe jetzt den extremen Power Spike. So, was ist eigentlich bei ihm die Steigerung? Give random friends. Okay, also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, dann würde ich den hier, oder? Lohnt es sich überhaupt, den noch zu steigern? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, der macht jetzt einen dicken... Oh, ne, warte mal, der One-Shot jetzt gerade, oder? Boah! One-shottet einfach alle. Ja, das war ein easy win. Leute, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Ich gehe in das Game rein und bin einfach consistent insane gut. Einfach Wahnsinn. Also, der Affe. Dieser Affe, der Stats gibt, ist ja absolut ridiculous strong. So, das ist schon mal geil, weil die nächste Runde ist quasi scheißegal. Aber ich werde eh geheilt. Ich werde eh geheilt. Aber wir nehmen trotzdem natürlich den Win an. Sagen wir uns mal so. Win ist ein Win.
So. Oh, das ist auch nicht schlecht. Den da zu behalten, ist erstmal grundsätzlich gut. Die Frage ist, ob bei ihm jeder Kampf zählt. Und jetzt zählt er. Epischer Bärbel. Zum Glück hat er kein Gold ausgegeben. Oder das wird jetzt wird es bei ihm besser, aber. Ah, da ist er! Ja, der war richtig gut, den freezen wir. Funktioniert der Hund? Ja, der Hund kriegt jetzt Schaden und dann kriegt er quasi AD abhängig von seiner Health plus 1. Also mit, erst mit viel Leben tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. So, okay. Sehr unlucky. Nee, das ist auch Quatsch. Ah. Der ist halt an sich gut, ne? Okay, er hat immer den richtigen gebufft. Okay, das ist lucky, dass er so viel Schaden gemacht hat. So, der Orangutan. Paint. Ja, der ist halt gut, ne? Ah, der bufft halt random, ne? Aber müssen wir, glaube ich, trotzdem behalten. Also wir behalten halt quasi die Units, bis wir alles mit einer 6er-Unit aufschlagen. Ich glaube, das Schwein war schon stat-wise schon das Beste. Weil es ja tatsächlich alle Stats einfach abgibt, die es hat. Das ist ein Big Dog. That's also a Big Dog. Aber noch krasser. Der Hund funktioniert so, dass er immer stärker wird, je mehr Trumpets ich quasi habe. Boah, das ist auch ein sehr gutes Ding. Machen wir das auf den. Ich würde gerne 4er-Unit ziehen. Oh, ja! Die beiden synergieren tatsächlich halbwegs gut miteinander, aber er kann den anderen heilen. Oh, der hat aber noch einen dicken Boy hier. Ah, das war close. Aus unser erster HP-Verlust und wir haben jetzt den hier bekommen. Der absolut überragend ist. Au, 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 au. Oder so. So, das heißt, der bufft jetzt den. Und der bufft dann alle. Und dann haben wir eine Potato. So, okay. Bekommen diese Trumpets. Es gibt so Units, die das zum Beispiel können. Der hier bekommt zum Beispiel immer Trumpets, wenn ihm wehgetan wird. Und der bekommt Trumpets, wenn er quasi stirbt. Der hat hier ein sehr starkes Beschwörungsbild. So, jetzt haben wir den Affen. Der Affe ist übelst gut. Okay. Das ist ein sehr, also ist extrem stark. Boah, die Hits sind schon sehr schwer, muss ich sagen.
Die Hits sind tatsächlich sehr bad. Ja, jetzt wird man, glaube ich, extrem hart verlieren. Hilft ein bisschen. Friend ahead attacks. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Okay, das habe ich sehr gut gemacht. Das war ein wichtiger Win. Nur noch zwei Leben. Okay. Also, der ist Level 6. Der wird jetzt die ganze Zeit gebufft. Was übelst gut ist. Hier vorne muss jetzt eine Snail hin. Wenn da eine Snail hinkommt, mit einer Banane, ne, ohne Banane, nur eine Snail, dann ist GG. Glaube, ich war für den hier. Weil der macht halt dummen Damage später. Die Bären gut, ja, diese Bären setzen so auf viele Beschwörungen quasi. Aber so ist schon gar nicht so schlecht. Es sind viele Angriffe. Ja. Das war gut, das war gut, das war gut, das war gut. Aber eine Schnecke brauche ich. Ich brauche eine Schnecke. Das ist stat-wise überragend. Und das war übel dumm. Also das ist jetzt, also der da, der ist Hidden OP. Wenn der kriegt jetzt nochmal Geld, hat er die 33er da. Aber er hat quasi nur die. Yes. Okay, das sieht sehr gut aus. Wir brauchen jetzt noch vor der Schlange eine Snail. Dann haben wir's. Weil der hat jetzt die 50-50, aber die interessiert uns ja nicht. Die ist ja nicht mal gut. Da ist die Snail. Das wird gut. Das war gut. So, dann müssen wir trotzdem den hier machen. Und den hier. Und dann das auch noch. Das ist eine super, super, super Kobra. Guck mal, was die Kobra macht. Boom, 13 Schaden. Boom, 13 Schaden. Boom, 13 Schaden. Leute, ich bin so klug. Das, also der Orang-Utan da links. Das Scaling war unmöglich. Ich weiß gar nicht, was die Schlange auf höchster Stufe.